Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kastenwagentouren. Ich bin Christa und ich werde öfter mal gefragt, womit ich eigentlich filme und fotografiere, wenn ihr meine Videos seht. Ja, und da habe ich mir überlegt, ich könnte mal so eine kleine Serie machen und euch meine einzelnen Geräte, so will ich mal sagen, einfach ein bisschen vorstellen. Wichtig ist mir mal wieder, ich bekomme nichts geschenkt und kein Geld dafür, sondern ich zeige euch einfach nur das, was ich mache, womit ich filme, womit ich fotografiere, und das habe ich alles selbst bezahlt. Ich fange an mit meiner Drohne. Das ist die DJI Mini 2. Die ist neu schon gar nicht mehr zu bekommen und deswegen werde ich sie auch nicht in aller Ausführlichkeit vorstellen, aber natürlich ein bisschen. Und vor allen Dingen kriegt ihr natürlich Bilder zu sehen, die ich mit der DJI mache. Ich nutze dazu meinen Aufenthalt in Österreich. Ich bin eine Woche mit meinem Nachbarn Roland, wie letztes Jahr schon, zum Wandern in Österreich im Ötztal. Und ihr bekommt diesmal dann halt kein normales Video von Kastenwagentouren wie sonst, sondern eins, in dem ich die Drohne vorstelle. Natürlich gibt es auch ein paar andere Szenen, ich kann nicht ganz ohne, aber es geht überwiegend um meine DJI Mini 2. Viel Spaß beim Zuschauen! Ich bin jetzt hier an der Hängebrücke Mauerrinne. Die geht von Burgstein rüber ja, Richtung einer Alm. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das aus der Luft aussieht. Von der Brücke gehen wir direkt weiter zur Brandalm, wo die Drohne auch wieder fliegen darf. Und dann gibt es noch eine fantastische Brotzeit mit geräuchertem Schaffleisch. Natürlich möchte ich auch ein bisschen zeigen, wie ich das so mache mit dem Fliegen. Das hier ist die Fernsteuerung. In die Fernsteuerung wird mein Handy eingeklinkt. Dann falte ich die Drohne auseinander, Akku rein, Gimbalschutz ab und ich schalte die Drohne an. Sie verbindet sich dann und dann erscheint dieses Bild. Natürlich nur, wenn man gerade im Ötztal in einem Zimmer auf dem Balkon ist oder im Zimmer und den Blick auf den Balkon hat. Das ist also das Live-Bild der Kamera und unten links im Fenster seht ihr den gegenwärtigen Standort. Ich hätte euch jetzt gerne ein paar Funktionen kurz gezeigt. Das geht aber leider nur, wenn sich die Drohne im Flug befindet und das möchte ich natürlich nicht im Zimmer machen. Also werdet ihr die Funktionen anhand von verschiedenen Beispielen im Flug später sehen. Wir sind auf dem Geislachkogel und das ist über 3000 Meter hoch. Ich will die Drohne fliegen lassen und zwar einfach mal in diese Richtung, genau geradeaus. Ich werde dann einen Schwenk machen über die Bergwelt und genau wieder geradeaus zurückfliegen. Und das Spannende ist, dass ich eine Flugwarnung habe über 3000 Meter, ist die Luft ja viel dünner und da fliegt die Drohne viel schneller und hat viel längere Bremswege. Und von daher werde ich ein bisschen vorsichtig sein, aber sie wird jetzt starten.
Und jetzt seht ihr den verlängerten Bremsweg, denn die Drohne sollte eigentlich vor mir stoppen. Vielleicht erinnert ihr euch an mein Video vom September letzten Jahres mit dem Wohnmobil in Österreich. Im ersten Teil bin ich bis da unten, wo der Zaun ist, gewandert auf dem Sagenweg bis zu den kopflosen Reitern. Diesmal geht's weiter und die kopflosen Reiter heißen eigentlich Feuerreiter. Aber was für ein toller Blick. Ja, und eigentlich hatte ich auch hier vor, die Drohne steigen zu lassen. Aber dann von dieser Plattform aus, damit ich dann auch schön angeflogen werden kann von der Drohne. Aber liebe Leute, ich sag's euch, es geht nicht, weil ich Höhenangst habe und von der Plattform aus die Drohne nicht steuern kann. Und die jetzt einfach so da reinfliegen zu lassen, finde ich langweilig. Also gibt's nur so ein Video. Und wenn ich mich gut festhalte und die Drohne nicht steuern muss, dann wage ich mich bis auf die Plattform vor. Jetzt sind wir mit der Gigi-Jochbahn hochgefahren und wieder ist es ein Punkt, wo man die Drohne fliegen lassen könnte, definitiv. Aber mal im Ernst, was soll hier noch eine Drohne? Ich komme mir selber vor wie eine, wenn ich hier stehe. Ich versuche es dann doch noch, muss es aber ganz schnell wieder aufgeben, weil der Wind einfach viel zu stark ist. So Leute, jetzt habe ich was ganz Aufregendes vor mir. Ich will die Drohne mit Waypoints fliegen lassen. Das heißt, ich habe am Computer Wegepunkte erstellt und die habe ich auf die Drohne übertragen. Und jetzt soll die Drohne hier oben vom Berghof Schöpf aus einmal runterfliegen und dann über Gries dann drehen, wieder zurückkommen und wieder hier hochfliegen. Ich lasse sie jetzt mal fliegen und bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Seht ihr sie? Da ist sie zurück von ihrem Flug. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, dass sie jetzt auch sicher wieder hier landet. So, und das ist jetzt nicht meine Drohne, das ist Rolands Drohne. Das ist die DJI Mini 3. Ich fliege hier noch mit der 2. Waypoints kann man mit der DJI Mini 2 nicht mit der Originalsoftware fliegen, sondern dazu braucht man die App von Litchi. Oben links seht ihr das Wort Fokus. Wenn ich darauf klicke, dann erscheinen Auswahlpunkte, unter anderem auch Waypoint. Ich wähle Waypoint aus und sehe ein neues Menü, in dem ich jetzt vorher am Computer angelegte Missionen starten kann. Ich lade hier mal die Mission Hohe Mut, die ich später noch fliegen möchte. Ihr seht, dass hier schon die geplante Flugstrecke eingezeichnet ist und diese Flugstrecke wird der Kopter später, wenn ich ihn in Bewegung setze, automatisch abfliegen, ohne dass ich noch irgendwie eingreifen muss. Heute gibt es mal eine kleine Runde nur um Gries herum und von hier aus mache ich jetzt mal ein Droni. Bei einem Droni fliegt die Drohne automatisch aufwärts, rückwärts und behält ein vorher ausgewähltes Objekt, in diesem Fall mich, im Fokus.
Ja, und auch ohne Drohne hat man Begegnungen. Da bin ich mir nie so sicher, ob die was von einem wollen oder nicht. Hier habe ich die Drohne einfach in die Luft gestellt und die Aufnahme gestartet. Nicht immer geht alles gut beim Kopterfliegen. Ich wollte ihn gerade hier diese Strecke hinter mir herfliegen lassen. Und was habe ich gemacht? Ich habe es voll versemmelt und er ist mir in die Böschung geflogen. Aber es ist Gott sei Dank gut gegangen. Und ja, das passiert halt auch. Jetzt muss ich hier gerade durch den Gatter durch. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht noch irgendwas versemmel. Also wäre eine schöne Szene gewesen, aber leider Bruchlandung. Jetzt machen wir was ich seit 20 Jahren nicht mehr gemacht habe. Minigolf spielen. Wir sind mit der Bahn auf die Hohe Mut raufgefahren. Ich kann gar nicht glauben, wie viel Schnee hier noch ist. Die Drohne startet beim nächsten Mal hier. Jetzt gerade habe ich mich gerade mal voll auf die Nase gelegt. Ja, kannst du nichts machen. Das sieht mega aus. So, schwer verletzt bin ich. Roland nervt die ganze Zeit, dass ich nichts habe. Nachdem wir gestern eine kurze Stippvisite gemacht haben auf die Hohe Mutalm, geht es jetzt heute wieder hoch und diesmal dann den langen Weg über den Gletscher runter zurück nach Obergurgel. Ja, und dann will ich mal gucken, ob ich unterwegs ein paar Mal die Drohne fliegen lassen kann. Mal sehen, was ich mich traue. Manchmal nimmt die Startplatzsuche etwas Zeit in Anspruch, da man einen Platz finden muss, an dem die Rotoren frei drehen können beim Start. So, jetzt wollte ich die Drohne gerade anhand von Wegepunkten fliegen lassen. Da wird mir angegeben, geht nicht geplante Höhe zu hoch. Naja, okay, jetzt starte ich sie von Hand. Ich bin total enttäuscht. Ich wäre so gern gegangen und da vorne dieses Stück Weg, das schaffe ich einfach nicht. Das, meine Höhenangst, die packt das nicht. Das ist so schade. Also ich bin fix und foxy. Der Weg runter, ja,
es war so anstrengend, das war also echt zu viel für mich. Und dann wollten wir eigentlich in die Alm rein, dann zog aber Gewitter auf und dann sind wir gerannt, so schnell wie möglich runterzukommen. Ja, dann fuhr der Lift nicht mehr, also die Bergbahn fährt nicht mehr. Wir sind mit dem Shuttle vom Berg runtergeholt worden, sind jetzt hier in einem Kongresszentrum, werden hier versorgt, weil das Unwetter alles lahmgelegt hat. Also kein Strom, kein Wasser, keine Busse fahren mehr, es ist alles, alles stillgelegt. Jetzt müssen wir mal gucken, Gott sei Dank, wir sind in Sicherheit, das ist das Wichtigste, müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Sind total gut verkürzt worden gerade und haben gehört, die Strecke bis Hut ist vorbei. Und jetzt können wir gleich einsteigen und zumindest mit Hut fahren, mal gucken. Und der Ötztal-Tourismus zahlt also einen super Service. Noch ein paar Sätze zum gestrigen Tag. Es war nicht damit getan, dass ich an dieser einen Stelle nicht weitergekommen bin. Wir haben dann einen anderen Abstieg gewählt und der hat mich auch völlig überfordert. Ich war fix und fertig und als wir dann irgendwo noch mitten im Berg waren, da ging das los mit diesem wahnsinnigen Unwetter. Ja, und zum Glück sind wir dann ja von Leuten runtergebracht worden aus dem Berg und ja, dann habt ihr ja ein paar Szenen gesehen. Also ich muss sagen, der Ötztal-Tourismus hat sich wirklich super, super gekümmert. Also wenn das nicht gewesen wäre, weiß ich gar nicht, wie wir da durchgekommen wären. Die Schäden sind gewaltig, die entstanden sind. Wir haben einfach richtig Glück gehabt. Mit dem Auto sind wir nach Niederthal gefahren und von hier aus wollen wir zur Lanzdichalm laufen. Und bestimmt gibt es Gelegenheiten, die Drohne steigen zu lassen. So, hier ist es mal wieder richtig schön, also fliegt die Drohne eine Runde. Der Lanzdichhof ist erreicht. Kalfpressknödel mit Salat. Lecker! Und da vorne kommt ein Wasserfall runter. Da lasse ich, glaube ich, gleich mal die Drohne hochfliegen. Mal gucken. Thank you.
Aussichtsplattform Stäubenfall. Ich wollte die Drohne fliegen lassen, aber der Speicher war zu Ende, also habt ihr nur eine kleine Aufnahme davon gesehen. Wir gehen gleich nochmal zu Fuß ein Stückchen da hinten rum, also oben vorbei, und vielleicht kriege ich da noch ein paar andere Aufnahmen hin. Wir sind jetzt auf dem Heimweg, das heißt mit anderen Worten, dieses Video ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin ganz gespannt auf eure Kommentare und ihr hattet ein bisschen Spaß dabei zu sehen, wie ich mit meiner Drohne fliege. Bis dann, nächsten Sonntag geht's weiter. Tschüss!